Hallo Leute und herzlich willkommen zu Vietnam. Ja, wir fahren heute Formel 1 in Vietnam. Und ja, ich bin gespannt. Die KI ist jetzt auf 60. Das heißt, das ist die erste Stufe, wo das Ganze auf schwer ist. Vietnam, naja, bin ich nicht so gut. Bin ich da schon relativ oft gefahren. Aber, naja, es gibt da halt so ein paar Kurven, die halt echt scheiße sind. Und ihr seht auch schon, Verstappen zieht mir jetzt auch gut davon. Alter, ich bin sogar 16. Ich falle immer weiter zurück, scheiße. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen das Ding, ne? Die KI ist jetzt natürlich, kann hier einfach fahren, wie sie will. Und das ist halt, ja, ein bisschen scheiße. Oh Gott, Alter, ich bin fast in die Mauer gefahren. Ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es eine relativ gute Platzierung gibt. Top 10 irgendwas. Oh Leute, ich weiß nicht, ob das gut war. 9. Oh, okay, wir sind noch in der Top 10. Okay, das ist schon mal gut. Wir sind noch in der Top 10. Das ist immerhin das. Oh Leute, ich habe jetzt schon Angst in meinen Frontflügel. So Leute. Mal gucken, was dieses Rennen bringt. Ich hoffe, wir werden nicht direkt am Anfang einen Unfall haben. Mit denen da vorne, weil es wäre ein bisschen unpraktisch, den Frontflügel direkt zu verlieren. Ich versuche hier relativ viele zu überholen. Wir sind jetzt hinter Verstappen. Ich muss hier. Perez ist es, glaube ich. Ja, muss ich noch vorlassen. Genau. Okay. Gut. So weit, so gut. Wir sind Fünfter. Wir haben auf jeden Fall 4 Plätze schon mal gut gemacht. Jetzt müssen wir das abhalten. Okay, Verstappen und Hamilton battlen sich da vorne gerade. Okay. Ich versuche jetzt, wie gesagt, in der Perez zu bleiben und hoffe, dass ich mich Vettel nicht überholen kann. Nein. Nein, nein, nein. Och, wie dumm. Wie dumm. Aber. Mein Auto kann aber irgendwie auch nicht gut bremsen, Alter. Das wäre doch ein genug langer Bremsweg, Junge. Boah, ich habe mich schon wieder ein bisschen getatscht, aber ist nichts passiert, alles gut. Jo, 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 jo. Alter, ganz ruhig. Holy shit. Was war da los? Ja, wahrscheinlich abgekürzt. Hä, was war das? Alter, warte mal, was ist da passiert? Okay. Man versuchte zu überholen. Ja, okay. Konnten wir, glaube ich, beide nichts viel dafür. Ich bin halt rübergezogen wegen der Kurve. Und er hatte dann halt zu wenig Platz und ist dann noch nach außen ausgewichen. Damit er nicht mit der Leitplanke touchiert. Naja. Okay, wir müssen ihm einfach Platz machen jetzt. Sonst gibt es immer wieder einen Unfall. Ja, aber er fällt jetzt wieder hinter mir. Also fällt wieder zurück. Oh, ficken, Digga. Oh, ficken, Digga. Oh, geil. Ja, jetzt kann ich wieder nicht gut Kurven fahren. Danke. Ja, Digga, es ist so AIDS, ich kann jetzt wieder nicht mehr gut Kurven fahren, weil ich nicht komplett beschleunigen kann. Meine Fresse, ey. Ach komm, jetzt ist da schon wieder. Ach komm, ficken, Digga. Mann, guck mal, die kommen wie immer näher bei der Geraden. Ach Mann. Guck, der zweite überholt mich auch. Oh. Alter, war das close. Mann, die haben einfach alle besseren Motoren. Alles schneller. Wieso denn? Das ist unfair. Okay, Leute, ich habe jetzt das Rennen neu gestartet, weil. Junge, es war so scheiße. Ich konnte aber auch nicht wieder richtig Kurven fahren. Da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt ja Rennen hier einfach mal neu gestartet. Boah, Alter, war das eng. Und jetzt versuchen wir da mal hinter Vettel hier so ein bisschen aufzuschließen. Und. Ach, Digga. Vielleicht ein paar Positionen gut zu machen. Möglich. Oh. Alter, es ist eng. Vettel, Alter. Pass doch auf. Mein Gott. Okay, bisher sieht es aber gut aus. Wir haben zwar 2 Plätze weniger viel, oder sind 2 Plätze weniger weit vorne als vorhin, aber. Ja. Komm, Mann. Ey, was ist denn los heute? Wieso kann ich denn so wieder überhaupt nicht mehr fahren, Junge? Jo, meine Fresse. Und dann kommt wieder die KI. Komm, wieder. Oh, Alter. Jo, was ist, ist da ein Auto in die Palme? Weiß soll ich mal kurz anschauen. Okay. Jo, er musste auch. Er hatte auch wieder keine Chance, Junge. Ich bin einfach volle Kanne, Junge. Oh ne, ich habe Mick damit reingezogen. Oh ne. Naja. Ja, okay, es blieb auf jeden Fall. Es blieb halt wirklich auch wieder Dings. Wer war das? Perez, glaube ich, wieder. Ja, dem blieb halt auch keine andere Wahl, Junge. Was hätte er da machen sollen? Er musste ja da raus. Naja. Trotzdem asozial. Spaß. Okay, warte mal. Okay, versuchen wir es besser zu machen. Okay, ja, wir sind durch. Okay, aber ihm kann ich davon ziehen.
Okay, interesting. Aber die bei den anderen nicht. Gewalt Ribotta da die beste Rundenzeit, war ja irgendwie auch klar. Versuch mal noch jetzt näher an Vettel zu kommen, aber das Ding ist, auf der Geraden kann er mir immer so weit davonziehen. Ich kann das nie aufholen in den Kurven. Das wird nie klappen. Aber ich versuche trotzdem mal und ansonsten versuche ich diese Position zu halten. Alter, guck mal, wie viel schneller das Perez ist. What the fuck? Wieso? Ich versteh's nicht, wieso, dass die so viel schneller sind. Wie heißt das Team? Ist das nicht Force India? Ich weiß es nicht. Alter, nee, Mann. Wieso sind die so viel schneller? Fuck mich ab, ey. Ja, und da haben wir den Crash. Wow, Alter, wieso? Wieso flieg ich da? Och Mann, so behindert. Und da ist der nächste an uns vorbei. So wird es jetzt wahrscheinlich jede Runde laufen, dass noch einer mehr neben dran vorbeizieht. Natürlich. Ach komm! Ja, das Ding ist, auf den Geraden sind uns einfach alle überlegen, weil unser Auto schafft gerade mal knapp 300 km/h noch dazu. Und die anderen, die können halt alle einfach zu 320 fahren. Und das ist halt ein enormer Unterschied. Boah, und der hat mir auch schon wieder gerammt. Mann, jetzt ist. Ach, ich glaube, ich habe das noch nie gesagt, aber Charles Leclerc, das ist unser Rivale. Moment. Huch. Oh mein Gott, hatte ich da gerade Glück, Alter. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder überholt. Also er darf uns auf keinen Fall mehr überholen. Wir sind sowieso Achter, Junge. Wir sind so weit zurückgefallen. Okay. Das heißt, wir sollten in die Boxengassen diese Runde. Also wir sollen ja Reifenwechsel machen diese Runde. Wir werden mit Hart weiterfahren. Mal gucken, was uns das bringen wird. Ich gehe auf jeden Fall direkt in die Box, weil vielleicht fahren die anderen doch mit den alten Reifen weiter und dann haben die ein bisschen... Ja, Nachteil. Wir gehen, aber okay, hat mir auch gerade gesagt, ja, die Reifenabnutzung wird zunehmen. Warte mal, welche Taste ist D? Also, ja, gehen wir mal zu, genau. Okay, die sind hier gerade alle schon am Wechseln. Digga, wie weit müssen wir denn nach hinten gehen? Ach so, wir sind zu hinterst, lol. Okay, rein da. Come on, Leute, gib Gas, gib Gas. 2,6, okay, ja. 2,6, klar, auf jeden Fall. Wir sind jetzt 15. Haben wir dafür aber schon gewechselt. Mal gucken. Ja, haben auch gerade gesagt, ja, wir müssen auf diesen Reifen ein bisschen das Ziel schaffen. Ich versuch's, Alter. Ich hoffe, mit diesen Reifen geht das Ganze ein bisschen besser. Können wir ein bisschen schneller fahren. Lol. Leute, das Spiel ist abgestürzt. Ja, heute ist überhaupt nicht mein Tag irgendwie, merke ich. Ja, das war's mit dieser Folge Formel 1. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.